Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, heute zeige ich euch 10 Amazon-Favoriten, die im Laufe der letzten Monate so ins Haus geflattert sind. Ich hatte euch ein ähnliches Video letztes Jahr schon mal abgedreht, das kann ich euch ja hier oben mal verlinken. Jetzt, heute geht es um andere Dinge rund ums Thema Haushalt, Kinderbespaßung, was Praktisches für den Urlaub und so weiter. Wenn ihr meine Videos regelmäßig schaut, habt ihr vielleicht das ein oder andere davon auch schon bemerkt. Jetzt laufen wir aber mal runter zu Freddy, der führt euch nämlich direkt das erste Teil vor und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Hier seht ihr das erste Teil, was ich euch vorstellen möchte, und zwar ist das so eine Art Konstruktionsspielzeug für Kinder. Da steht drauf ab 3 Jahre, da würde ich sagen eher 1 Jahr später, also so ab 4 Jahre. Also Freddy ist jetzt 5, der kann das jetzt super komplett alles alleine aufbauen. Letztens hat er das auch mit Elena zusammen im Vorgarten gemacht. Also da sieht man, was man da alles bauen kann mit diesen Stäben. Also ihr seht schon, das sind verschiedene Stäbe, die immer durch so Kugeln verbunden werden können. Entweder quasi im rechten Winkel oder auch diagonal. Hier seht ihr schon, was der Freddy da für ein Häuschen aufgebaut hat. Das ging tatsächlich in Windeseile. Das ist so eine total schöne Sache für den Garten. Man kann auch eine Decke drüber legen, dann haben die Kinder so ein Häuschen, so ein geschütztes. Also das ist wirklich ein ganz tolles Spielzeug, womit die sich ganz lange auch beschäftigen. Da stand das Häuschen auch noch am Abend und Elena hat sich direkt mal reingelegt und wollte schon gemütlich darin einschlafen. Eine weitere total schöne Sache für Kinder sind diese Karten hier. Und zwar haben Kinder ja jetzt nicht immer so Lust, auf einen Spaziergang mitzugehen. Und man sagt, komm, wir gehen eine Runde spazieren. Da ist schon oft große Überredungsarbeit nötig, damit sie überhaupt Lust haben, mitzukommen. Zumindest bei Freddy ist das so. Und da kann man ihn hier demnächst auf eine Detektivsuche schicken. Und zwar sind das 50 Karten mit Suchaufträgen, die man im Laufe des Spaziergangs erfüllen muss. Und zwar, wir haben das noch relativ neu, wir haben das noch nicht ausprobiert, aber sobald irgendwas mit Detektiv zu tun hat, wird er da Feuer und Flamme sein. Ich zeige euch mal ein paar Beispiele, was habe ich denn hier zufällig herausgefunden. Finde etwas, das dir als Lautsprecher dienen könnte, ist hier der Suchauftrag. Und darunter gibt es immer noch eine Bonusaufgabe, zum Beispiel halte es an dein Ohr und mach die Augen zu. Welche Geräusche hörst du? Beschreibe sie. Also da kann man auf jeden Fall länger suchen, bis man sowas gefunden hat. Was gibt es hier noch für einen Suchauftrag? Finde etwas, womit du ein Loch graben kannst. Und Bonusaufgabe, schaufle jetzt ein Loch und suche nach 3 unterschiedlichen Dingen unter der Erde. Also man kann jeden Suchauftrag auch nochmal so ein bisschen ausdehnen, damit man da ein bisschen länger was von hat. Und da kann man irgendwie den Kindern jeweils 5 Karten in die Hand drücken und dann sind die, glaube ich, auch erstmal ganz gut beschäftigt. Also das finde ich auf jeden Fall eine sehr schöne Sache, um die Zeit gemeinsam draußen zu nutzen und das alles so ein bisschen spannender zu gestalten, diese Karten. Da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf, wenn wir die das erste Mal ausprobieren. Oh, finde etwas, das von einem Baum gefallen ist. Das ist auch im Herbst. Eine Kastanie. Das wäre eine gute Idee, ne? Finde etwas, das eigentlich nicht in die Natur gehört. Oder ist Ellie Expertin, ne? Ja, das die ist. Die findet immer den Müll. Ja, ein Teil, was ihr schon häufig in meinen Videos gesehen habt, aber was nicht für mich mehr wegzudenken ist, ist mein Sprühreiniger. Ich habe ihn gerade mal geholt. So sieht er aus. Genau, ich zeige ihn gleich auch nochmal in Action. Hier fülle ich einfach immer Bodenreiniger rein. Ich habe, glaube ich, im Moment den von Meister Propper. Der riecht besonders gut. Fülle also hier dieses Gefäß mit warmem Wasser, gebe dann eine halbe Verschlusskappe von einem Bodenreiniger nach Wahl rein und dann kann es losgehen. Hier unten der Fuß ist aus einem Mikrofasertüchlein. Da sind auch 2 oder 3 noch Ersatztücher dabei gewesen. Hier ist zum Beispiel noch 1. Das kann man ganz einfach unten drauf kletten. Das heißt, wenn man dann das Haus irgendwie damit gewischt hat, schmeißt man das Mikrofasertüchlein in die Wäsche und kann direkt ein neues da drunter schnallen und ist dann wieder bereit für den nächsten Wischeinsatz. Ich finde das Ding deswegen so praktisch, weil es einfach so schnell geht. Man muss nicht den ganzen Eimer mit Wasser vorbereiten und so weiter. Man muss sich die Hände nicht schmutzig machen, weil man sprüht einfach hier oben an dem Griff. Da kann man einfach hier oben dran ziehen und dann kommt da unten aus der Düse, hier unten sieht man, glaube ich, die Düse, da kommt dann das Putzmittel raus und dann auch in einer Menge, die man leicht und schnell verwischen kann. Also super praktisches Teil. Da haben ja auch schon einige von euch geschrieben, dass sie sich den nachgekauft haben.
falls ihr den noch nicht bei mir gesehen habt, wollte ich ihn auf jeden Fall nochmal vorstellen. Wie gesagt, er ist bei mir im Haushalt nicht wegzudenken. Auch etwas, was in meinem Haushalt nicht mehr wegzudenken ist, ist hier dieser kleine zusammenfaltbare Eimer. Wir haben kein großes Haus, somit auch nicht viele Möglichkeiten, irgendwas zu lagern. Deswegen bin ich immer sehr froh, wenn ich irgendwas klein zusammenfalten kann, so wie diesen Eimer hier. Ihr seht, der ist ganz flach, sieht fast aus wie so ein Teller, aber den kann man hier auseinander drücken. Und dann hat man hier, ich glaube, das ist ein 5-Liter-Eimer, mit dem man natürlich ganz normal im Haushalt dann putzen kann, Wasser reinfüllen kann. Ich mache mir da manchmal auch eine kleine Bütt draus sozusagen. Dann falte ich den nicht ganz auseinander, sondern nur so halb. Dann habe ich hier so ein kleines Gefäß. Also der ist wirklich universell einsetzbar und total gerne benutze ich den dann im Zusammenspiel hier mit diesen Minky-Reinigungspads, heißen die, glaube ich. Wobei das ist kein Original Minky, das ist ja so ein nachgemachtes. Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine raue Seite haben. Ihr seht schon hier, da werden auch ein paar Fäden gezogen. Also da sieht man, dass das kein Original ist. Jedenfalls, aber der hat auch eine raue Seite. Mit denen kriegt man dann etwas stärkere Verschmutzungen auch gelöst. Zum Beispiel, wenn irgendwas stark verkalkt ist oder so, dann kann man da ein bisschen besser drüber schrubben. Und auf der anderen Seite ist eine weiche Seite, mit der kann man dann nochmal drüber polieren. Ich finde es super praktisch. Es hat mir auch noch keine Oberflächen verkratzt. Da kam auch mal die Frage, als ich die schon mal gezeigt habe, ob das nicht irgendwie die Oberflächen verkratzt. Habe ich bei mir zum Glück noch nicht festgestellt, aber ich muss sagen, ich habe jetzt auch nicht so super empfindliche Oberflächen. Und auf Glas ist mir aber auch noch nicht aufgefallen, dass das was verkratzt hat. Also, zusammenfaltbare Eimer, upsala, in Zusammenspiel mit diesem Minky-Schwämmchen ist bei mir unersetzbar. Total gerne reinige ich auch zum Beispiel in der Küche die Fronten damit. Dann fülle ich mir hier warmes Wasser rein mit so einem Käppchen. Weichspüler. Habt ihr vielleicht auch schon mal in einem meiner Videos gesehen. Minky-Schwämmchen rein und dann kann man blitzschnell die Fronten beispielsweise von der Küche putzen. Finde ich super. Keine schöne Arbeit, aber damit geht es wenigstens schnell von der Hand und riecht hinterher noch. Total angenehm. So, die nächsten Teile, die ich super praktisch finde, sind hier diese Vakuumbeutel. Darin haben wir Bettzeug gelagert, das wir im Moment nicht brauchen. Vielleicht, wenn Gäste zu Besuch kommen, kann man das hier ganz einfach rausholen. Und was ich auch machen werde, ist, diese Beutel mit in den Urlaub zu nehmen. Bei uns steht nämlich jetzt bald der Urlaub an. Und hier seht ihr, wie einfach man die öffnen kann. Das Kissen rausnehmen. Genau, und ich habe mir immer überlegt, warum nehmen die Leute diese Vakuumbeutel mit in Urlaub? Klar, es ist praktisch. Man kann zum Beispiel seine Schmutzwäsche da reinpacken, die Luft raussaugen und ja, hat dann quasi mehr Platz im Koffer, weil das dann ganz klein zusammengedrückt wird, das Ganze. Aber ich habe mir überlegt, wo nehmen die Leute denn Staubsauger her, um hier die Luft rauszuziehen? Weil normalerweise kann man hier an dieses Ventil einen Staubsauger ansetzen und kann dann da die Luft rausziehen. Aber wie gesagt, im Urlaub habe ich keinen Staubsauger zur Hand und deswegen habe ich mir dazu passend noch eine Vakuumpumpe besorgt. Die habe ich hier drin, in meinem Chaos, dass sie nicht untergeht, lieber draufgeschrieben, was da in dem kleinen Karton drin ist. Und zwar ist die relativ klein und handlich. Also da kann ich mir durchaus vorstellen, die mit in Urlaub zu nehmen. Und ich zeige euch mal, wie das Ganze funktioniert. Die schließe ich jetzt gleich an den Strom an. Ich blende euch das, glaube ich, einfach nebenbei dann ein, wie ich das mache. Und dann kann ich die hier auf das Ventil aufsetzen und kann dann einfach aus dem Beutel die Luft rausziehen. Und dann habe ich entweder zu Hause mein Bettzeug oder vielleicht meine Klamotten, die ich dann in der Saison gerade nicht brauche, platzsparend verstaut oder halt eben wirklich im Urlaub dann beispielsweise die Schmutzwäsche, die da angefallen ist, habe ich auch platzsparend im Koffer verstaut, sodass man dann ja nicht irgendwie rumzuppeln muss, dass man den Koffer nicht zubekommt, sondern das Ganze ist platzsparend verpackt. Wie gesagt, man hat halt nur die kleine Vakuumpumpe dabei, die kann man ja im Notfall auch ins Handgepäck packen. Und das Ganze finde ich auch eine super praktische Sache. Hier, so sah die Verpackung aus, die gibt es natürlich in allen Größen und Formen. Die hatte ich, da waren 5 Stück drin, 2 große und 3 Jumbo, also anscheinend noch größere. Da sind tatsächlich hier noch welche drin, die habe ich noch gar nicht gebraucht. Da steht auch nochmal, wie es erklärt wird. Aber ich verlinke euch einfach mal die, die ich damals gekauft habe. Aber wie gesagt, die gibt es in 1000 verschiedenen Ausführungen. Und ja, kann ich nur empfehlen. Super praktisch für zu Hause, aber sicherlich auch für die Reise.
Hier demonstriere ich euch das Ganze nochmal. Man muss den Beutel natürlich sehr gut verschließen. An das Ventil setzt man dann diese Vakuumpumpe an, schaltet sie ein und dann drücke ich immer so ein bisschen auf dem Beutel rum, dass auch gleichmäßig die Luft überall entfernt werden kann. Verschließe dann das Ventil wieder und ihr seht jetzt gleich, dass das Ganze wirklich ganz flach geworden ist und lässt sich so wunderbar verstauen. So, jetzt muss ich ein bisschen leiser sprechen, damit Freddy mich nicht hört. Ich habe nämlich was ganz besonders Schönes für ihn gekauft. Das wollte ich ihm eigentlich zu Weihnachten schenken, aber mein Mann meinte, er ist noch ein bisschen zu klein dafür oder zu jung dafür und ich sollte damit noch ein bisschen warten. Aber ich zeige es euch einmal. Und zwar ist das hier so eine Harry Potter Prachtausgabe. Das ist der erste Teil von Harry Potter und der Stein der Weisen. Harry Potter muss ich euch nicht erklären, das wird wahrscheinlich jeder von euch kennen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, ab wie vielen Jahren das empfohlen ist. Ich glaube, so dieser erste Teil, die ersten paar Teile sind auch für kleine Kinder geeignet. Später wurde es ja dann doch ganz schön gruselig. Das Besondere an diesem Buch ist aber, dass es nicht nur einfach ein Roman ist, sondern er ist unwahrscheinlich großartig gestaltet. Deswegen war das Buch auch ein bisschen teurer. Ich zeige euch gleich mal, ich glaube, ich blende das gleich ein, weil ich glaube, man kann das jetzt hier gar nicht so schön sehen, dass da so ganz besondere Seiten drin sind, die auch hier speziell nochmal geschützt sind, hier durch irgendwelche Pappen und Papier. Also hier sind so tolle Sachen drin. Hier ist zum Beispiel so eine Uhr, je nachdem wahrscheinlich gerade, worum es geht. In dem entsprechenden Kapitel sind hier ganz aufwendige Seiten gestaltet. Ich glaube, die kann man hier mal hier umklappen. Ich blende euch gleich mal ein paar Sachen noch ein. Hier ist es teilweise geschützt eben mit diesem kleinen Papier. Wie gesagt, wir haben es noch nicht gelesen. Ich habe es noch nicht verschenkt, weil wir noch nicht ganz einig sind, wann da der beste Zeitpunkt für ist. Er liest halt immer total gerne, vor allen Dingen abends vorm zu Bett gehen und dann ist das, glaube ich, später mal ein totales Highlight. Aber ihr könnt mir ja mal sagen, ab wann ihr Harry Potter gelesen habt, beziehungsweise besser gefragt, ab wann ihr euren Kindern Harry Potter vorlesen würdet. Hier ist auch nochmal sowas, was man hier aufklappen kann. Also großartig. Ja, Amazon vertreibt hier auch Mode. Allerdings bin ich jetzt nicht so der Typ, der dort Mode typischerweise einkauft. Aber eine Ausnahme habe ich gemacht und zwar diese schwarze Leggings. Die gibt es auch noch in diversen anderen Farben. Ich habe die jetzt einfach in so einem neutralen Schwarz genommen. Weil wenn ich mal Sport mache, was leider dieses Jahr sehr, sehr selten war, aber wenn ich mal Sport mache, trage ich am liebsten schwarze Sportoutfits so rum. Ich habe die Leggings mal bei einer anderen YouTuberin gesehen und dachte, ach Mensch, für den Preis kann ich das doch auch mal ausprobieren. Und habe es nicht bereut. Also die sitzt total angenehm, die hat so einen höheren Bund, macht dadurch auch eine super Figur und ja, natürlich bequem, wie Leggings halt so sind. Also das ist eigentlich so die Leggings, zu der ich immer greife, wenn ich denn mal Yoga mache oder irgendwie Pilates oder irgendeinen anderen Sport. Dann greife ich total gerne zu dieser Leggings und wollte euch die nicht vorenthalten. Gibt es auch bei Amazon für relativ schmalen Preis. So, wenn mal nichts im Fernsehen läuft oder man hat einfach abends gar keine Lust auf Fernsehen, dann kann man natürlich zu einem Gesellschaftsspiel greifen. Da sind wir jetzt eigentlich gar nicht so die großen Fans von, aber es gibt ein Spiel, das hat es uns angetan und zwar ist es dieses hier. Das ist auch kein klassisches Gesellschaftsspiel in dem Sinne. Micro Macro Crime City heißt es und da ist der Name Programm. Und zwar, ich zeige euch das gleich mal eingeblendet, ich kann das ein bisschen schwer erklären. Es ist ein riesiges Poster mit diesen ganzen Comics drauf. Hier kann man das schon so ein bisschen erkennen. Und in dieser Stadt passiert unglaublich viel und man muss verschiedene Fälle lösen. Da liegt dann plötzlich irgend so ein Männchen rum und wurde überfallen und man muss dann den Fall lösen, wer hat das Männchen überfallen und welches Motiv hatte derjenige, das Männchen zu überfallen. Und man spielt es nicht gegeneinander, sondern miteinander. Das heißt, man sucht auf diesem riesigen Plan, wo findet man jetzt quasi den ersten Punkt von diesem Fall und dann arbeitet man sich da so langsam durch, bis man den Fall dann gemeinsam gelöst hat. Ich persönlich habe auch viel zu wenig Ehrgeiz bei Spielen. Mir ist es immer total egal, ob ich gewinne oder verliere. Deswegen bin ich da sowieso ein schlechter Spieler, was das angeht. Aber hier gemeinsam diese Fälle zu lösen, ist total cool. Also man kann sich miteinander unterhalten. Man sagt immer, hey, guck mal, hier habe ich das gesehen und hier, guck mal, da ist er ja wieder. Und super cool. Und wir haben mittlerweile auch den zweiten Teil davon gekauft. Der ist aber noch original verschlossen. Ich glaube, da gibt es drei Teile von und in jedem Teil sind, glaube ich,
wie viele Fälle waren da drin? Ich glaube 16 Fälle, die man lösen konnte. Also da sitzt man schon eine Weile dran. Manche Fälle hat man schnell gelöst, bei manchen muss man so ein bisschen länger suchen und knobeln. Auf jeden Fall total zu empfehlen. Die Zeit verfliegt im Nu und es ist wirklich total lustig und spannend gleichzeitig gemacht. Kann ich also wirklich total empfehlen, dieses Spiel. Hier seht ihr dieses riesige Poster, das nimmt bei uns den ganzen Esstisch ein, wenn wir das spielen. Hier ist diese große Comicstadt abgebildet und der Einführungsfall, den habe ich hier mit Freddy gespielt, das Männchen sucht seinen Hut. Man sucht dann das Männchen, wo es seinen Hut verloren hat und wo hatte es den Hut noch, und dazwischen saßen tatsächlich zwei Jungs mit der Angel im Baum und haben ihm den Hut geklaut. Ein total schönes Weihnachtsgeschenk, das Freddy letztes Jahr bekommen hat, ist hier diese digitale Kamera für Kinder. Die zeige ich euch auch mal kurz. So sieht die aus. Die gab es in verschiedenen Designs. Wir haben das hier mit dem Panda-Bären. Hier ist noch ein Ladekabel. Da ist eine kleine SD-Karte drin und man kann damit wirklich kleine Fotos und Filmaufnahmen machen. Hier macht man das Ganze an. Welcome. Hier sieht man das Programm, also das ist ganz leicht und überschaubar auch für Kinder. Hier kann man Fotos machen, kann man sich hier durch das Programm drücken, kann man auch kleine Videos produzieren. Hier kann man sich die Sachen dann angucken mit Musik, das haben wir glaube ich noch gar nicht ausprobiert. Und hier kann man auch Spiele spielen. Da hat Freddy schon mal Snake auch gespielt. Also es sind so diese ganz alten Spiele, die man auch noch von den ganz alten Handys von früher kennt. Tetris ist da auch drauf. Genau, aber das Haupt... Was ist Tetris? Tetris ist so ein, wie so eine Art Puzzlespiel. Ach so, du machst das? Genau. So. Und das andere? Da kommt man wieder in das Hauptprogramm. Hier kann man auch Einstellungen vornehmen. Also total cooles Teil. Der rennt da total gerne mit rum. Fotografiert mich und Elena oder Besuch, wenn wir Besuch haben. Elena ist damit auch schon rumgelaufen. Hier ist auch noch so ein kleines Bändchen dran. Dann kann man sich das um den Hals hängen, dass es nicht so schnell runterfällt. Ist aber auch wirklich kindersicher. Hier durch diese Hülle, die da drum ist, kann das sowieso nicht so schnell kaputt gehen, wenn es auf den Boden fällt. Also ein ganz tolles Teil. Immer mal wieder wird die gerne rausgeholt und dann werden da alle möglichen Fotos mitgeschossen. Kann ich also auch total empfehlen, falls eure Kinder daran Interesse haben, verschiedene Erinnerungen festzuhalten. Jetzt hätte ich fast vergessen, mein Outro zu drehen, denn Freddy ist zu Hause und dann ist immer alles so ein bisschen wuselig. Ich drehe ja immer am liebsten alleine, aber das geht jetzt in den Ferien leider nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde mich sehr freuen, wenn die ein oder andere Inspiration in diesem Video vielleicht für euch dabei war und interessant war. Jetzt verabschiede ich mich aber von euch, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ganz liebe Grüße und bis bald. Tschüss!